kann man eine Führung für Blinde und Sehbeeinträchtigte sinnvoll gestalten? Damit beschäftigt sich Magister Nadia Almasri-Guternik, Barrierefreiheit-Projektleiterin im Salzburg-Museum. Künftig sollen Ausstellungen nicht nur barrierefrei aufgebaut werden, auch barrierefrei geführt werden. Ein Musterbeispiel dafür ist die derzeitige Ausstellung Krieg, Trauma, Kunst, Salzburg und der Erste Weltkrieg. Bei der Führung durch die Ausstellung werden zahlreiche Objekte durch Angreifen begreifbar gemacht, aber auch durch Erzählungen in leicht verständlicher Sprache. Ein Highlight der Führung sind am Ende die Kostproben, die nach typischen Kriegssparrezepten extra zubereitet werden. Dazu gehören Kaffee aus Eicheln oder auch Brot aus Sägemehl. Nähere Informationen zu den speziellen Führungen finden Sie auf www.salzburg-museum.at.